Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich werde auch immer fauler. Jetzt sitze ich schon bei 2 Videos in Folge auf genau demselben Baum und in genau derselben Position und habe mir noch nicht mal andere Klamotten angezogen. Aha. Ja. Ha, jetzt sieht dieses Video total anders aus. Haha, Problem gelöst. So, worum soll es jetzt gehen? Ich hatte euch ja bei meinem letzten Kanal-Update, in Anführungszeichen, mal gefragt, ob ihr irgendwelche Ideen habt für Themen, die ich noch behandeln kann, weil mir gerade keine so wirklich guten Ideen eingefallen sind. Um es mal vorwegzunehmen, es kamen viele Stimmen, was mich sehr gefreut hat, dass ich einfach mit den Reihen, die ich am Laufen habe, weitermachen soll. Sprich, Baumwissen für Bushcrafter und auch noch ein bisschen Waldgeschichte. Ich glaube, das waren so die wesentlichen Reihen, mit denen ich weitermachen sollte. Das mache ich auch demnächst. Ich habe auch noch gar nicht alles gelesen an Vorschlägen, was da war. Aber es wollten wohl auch gleich 2 bis 3 Leute, habe ich jetzt auch gerade nicht mehr so ganz im Kopf, ich habe es nur mal ein bisschen überflogen, wissen, wie man denn korrekt seine Notdurft im Wald verrichtet. Dazu machen wir gleich einen kleinen Praxisteil. Es könnte sein, dass es bis dahin ein bisschen dunkel geworden ist. Dann muss ich das jetzt tatsächlich dann eben noch mit Lampe beleuchten unter Umständen. Ich habe ein Schäufelchen dabei. Das kann man schon mal schließen, dass man dafür korrekterweise eine Schaufel benötigt. Das geht auch mit dem Stock. Wie dem auch sei. Erstmal zu den theoretischen Hintergründen. Es ist ja grundsätzlich so, dass wenn unser Eins mit unserer Zivilisationsnahrung, die sehr voll mit Mineralstoffen ist und enorm viel Stickstoff auch enthält, allein dadurch, dass wir als omnivore Lebensform eben Zellulose nicht ganz abbauen können, beziehungsweise gar nicht, enthält eben Menschendung, nennen wir das jetzt mal vorsichtshalber so, jede Menge noch vorhandene Nährstoffe für Organismen, die damit was anfangen können. Sprich, Menschendung ist genau wie Schweinescheiße ein hervorragender, sehr nährstoffreicher Dünger und eignet sich prinzipiell auch, und das ist durchaus interessant für irgendwelche Survival-Vorhaben, ganz hervorragend, um irgendwelche mageren Böden auf Nutzpflanzenproduktionsniveau hochzudüngen, also mit eigenen Ausscheidungen, den Ackerdüngen, funktioniert ganz hervorragend. Wer das möchte, kann das mal ausprobieren, wer hartgesotten ist. Sollte man dann vielleicht nur eigentlich dann selber essen, was dabei rauskommt. Ihr könnt mir ja dazu eure Meinung mitteilen, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Würdet ihr Kartoffeln essen, die ihr mit eigenen Hinterlassenschaften gedüngt habt? Beziehungsweise würdet ihr sowas anderen Leuten anbieten wollen? Ich bin ja gerade ein bisschen unschlüssig. Das wäre so einer der theoretischen Hintergründe gewesen. Dann der nächste theoretische Hintergrund ist, dadurch, dass unsere Hinterlassenschaften eben so enorm nährstoffreich sind, sollte man, wenn man wirklich ganz vorsichtig mit der Natur umgehen will, darauf achten, dass man nicht unbedingt die Hinterlassenschaften dahinter lässt, wo sie das Ökosystem maßgeblich beeinflussen. Das heißt, in einem sehr nährstoffarmen Raum spielt es schon eine Rolle, ob da zum Beispiel eine ganze Trekkinggruppe von 10 Personen oder was 3 Tage lang drin rumschleicht und jeden Tag ein Häufchen hinterlässt. Ist zwar jetzt vernachlässigbar grundsätzlich, aber das sind ja dann meistens auch Regionen, die touristisch sehr erschlossen sind. Soll heißen, da rennt nicht nur eine 10-Mann-Trekkinggruppe irgendwie durch und hat an 3 Lagerplätzen eben verteilt dann jeweils ein Depot von Nährstoffen im Wald angelegt, sondern da rennen ja jede Menge Touristen rum. Und wenn diese ganzen Touristen, die da rumrennen, alle in den Wald machen, ich habe mir übrigens vorgenommen, in diesem Video das Wort mit SCH nach Möglichkeit nicht zu verwenden. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Wie dem auch sei, wenn die alle also ihre Hinterlassenschaften im Walde hinterlassen, dann führt das irgendwann sehr wohl dazu, gerade in eben so einem Naturschutzgebiet, was sich meistens durch Nährstoffarmut auszeichnet, dass die
gesamte Nährstoffkonstellation, die in eben diesem Naturschutzgebiet verfügbar ist, sehr wohl durcheinander gebracht wird. Soll heißen, man düngt zum Beispiel das Moor. Das hätte fatale Folgen für das Moor, da ein Moor nur dann Moor sein kann, solange da eben ein entsprechender extremer Nährstoffmangel herrscht. Kommen Nährstoffe dazu, wird das Moor nicht mehr Moor sein, denn die Torfmoose, die primären Moorpflanzen, unterscheiden sich eben dadurch, haben dieses eine Alleinstellungsmerkmal von den anderen Pflanzen, dass sie so gut wie ohne externe Nährstoffe auskommen. Beziehungsweise ihnen reicht das bisschen, was im Regenwasser drin ist. Und das ist wirklich eine winzig, winzig kleine Menge. Und sie können dann nur dadurch überleben, dass eben alle anderen Pflanzen, da wo die Torfmoose wachsen, noch wachsen können, weil sie mit diesem winzigen bisschen auskommen, überhaupt nicht wachsen können, weil ihnen dieses winzige bisschen schlicht und ergreifend zu wenig ist. Also sobald man ins Moor Nährstoffe hinzufügt, führt das eben dazu, dass an der Stelle, an der die Zusatznährstoffe hinzugefügt wurden, wenn da irgendein Samen einer beliebigen anderen Pflanze hinkommen sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, da es sehr wohl Pflanzen gibt, die sich gerade auf sowas spezialisiert haben, solche speziellen kleinen Inseln, wo jetzt zufällig mehr Nährstoffe sind als drumherum, eben zu erschließen, dann wächst da dieses andere Pflänzchen. Und dieses andere Pflänzchen wird dann dafür sorgen, dass in seinem Umkreis die Torfmoose und die ganzen wenig Nährstoffspezialisten umkommen, weil sich eben dieses andere Pflänzchen gegen die durchsetzt, weil es die Nährstoffe hat, die es braucht, um das tun zu können. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, es ist beim in den Wald die Notdurft verrichten, zu beachten, wo man das tut, dass man es dann nach Möglichkeit eben nicht da tut, wo es alle anderen tun. Gerade eben, wenn man ein umweltbewusster Bushcrafter oder Survivaler oder sonst was ist. Das schließt natürlich mit ein, dass man dann auch bitte nicht am Wegesrand immer nur, sondern schon ein Stückchen in den Wald reingehen, selbst wenn man am Wegesrand ein Gebüsch findet und ungestört wäre. Einfach damit sich das mengenmäßig schön über den gesamten Wald verteilt, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Im normalen Wald ist es von der Nährstoffzufuhr ohnehin relativ egal. Außer es wird halt an irgendeiner Stelle eben konzentriert, wie am Wegesrand. Zumal da ja auch noch Hunde hinmachen und wahrscheinlich auch viele Tiere insbesondere da gerne, weil da halt eben die Waldwege nutzen die Tiere ja auch, insbesondere nachts. Und das sind auch gute Reviergrenzen, um irgendwas zu markieren. Deshalb wird an so einem Wegrand gerne markiert. Was heißt, am Wegrand ist eine erhöhte Nährstoffzufuhr. Das führt dann zu besonderen Pflanzen, die speziell am Wegrand wachsen, wie die Brennnessel. Ist euch sicher schon mal aufgefallen, wenn ihr wachen Auges durch den Wald rennt. Und es bringt einfach insgesamt so die Natur ein bisschen durcheinander, wenn irgendwo ein riesiger Berg Nährstoffe rumliegt und woanders nicht. Da kann man jetzt so ein bisschen drauf achten. Das ist jetzt nicht elementar wichtig. Und wenn man muss, dann muss man. Aber vielleicht im Hinterkopf behalten. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Ja, also das war der theoretische Hintergrund. Kommen wir ein wenig zum zweiten Teil des theoretischen Hintergrundes. Ich wollte schon fast Praxis sagen, aber die kommt auch noch. Es ist so, je nachdem, wo man sich gerade befindet, ist es mehr oder weniger wichtig, die Hinterlassenschaften möglichst fachgerecht zu entsorgen. Wenn man jetzt im deutschen Wald rumstiefelt und sich sicher ist, dass man jetzt gerade abseits von sämtlichen Vorstraßen irgendwo im deutschen Waldverhältnisse nirgendwo sich befindet, dann ist alles egal. Eigentlich schon fast. Weil da kommt nicht so oft jemand vorbei, dass der das, was man da hinterlässt, unter Umständen entdecken wird. Und damit ist es wirklich schon relativ Wurst, weil bis da jemand vorbeikommt, der das dann entdeckt, ist es relativ Wurst. Entschuldigung. Jedenfalls bis da jemand vorbeikommt, der das dann entdecken wird, was man da hinterlassen hat, ist dasjenige, was man hinterlassen hat, auch schon verrottet. Die Verrottungsgeschwindigkeit, man nennt das auch Turnover, die Zeit, die Biomasse braucht, um einmal komplett umgesetzt zu werden, um wieder in die Vegetation aufgenommen zu werden, um von der Vegetation wieder fallen gelassen zu werden. Im erweiterten Sinne, um vom Ökosystem aufgenommen zu werden, sprich irgendwelche Tiere verwerten das dann. Unser Eins verwertet unter Umständen die jeweiligen Tiere und dann landen sie als entsprechenden Haufen in etwas anderer Zusammensetzung, als sie vorher waren, wieder entsprechend auf dem Boden. Das geht umso schneller, je wärmer es und je feuchter es im entsprechenden Ökosystem ist.
Soll heißen, in der Arktis bleibt sowas sehr, 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 sehr lange liegen, wenn man es einfach nur in die Gegend legt. Im deutschen Wald, das ist so mittelmäßig, und in den Tropen ist es nach 2 Tagen spätestens verschwunden. Na, noch schneller, wenn es dumm läuft. Da ist es also wirklich vollkommen Wurst, es sei denn, man befindet sich jetzt gerade mitten am Weg in irgendeinem Nationalpark, wo die Berggorillas beobachtet werden und wo täglich 1000 Leute durchlaufen oder sowas. Völlig übertrieben, aber in so einem Fall wäre es nicht egal. Aber das einfach mal so als grundsätzliches Ding mit auf den Weg geben. Je nasser und je wärmer, desto schneller ist das Ganze weg. Und entsprechend je kälter und je trockener, desto länger dauert es. Oder es ist halt eben eins von beiden sehr extrem. Es ist entweder so kalt, dass da garantiert nichts abgebaut wird. Dann kann es auch nass sein, wie will. Das ist dann egal. Beziehungsweise gefroren natürlich nass. Da wird nichts abgebaut. Oder eben es ist so trocken, dass auch warm beliebig warm sein kann. Es findet einfach durch das durch das fehlende Wasser keine großartige mikrobielle Umsetzung des Ganzen statt. Das wäre in der Wüste der Fall. Da kann man das auch hinlegen und dann liegt es da. Beziehungsweise der Wind weht den Sand drüber und dann liegt es nicht mehr da. Aber im Prinzip ist es dann noch im Sand drin und bis das dann mal verrottet ist, geht das eine ganze Weile und der Wind könnte es auch wieder aus dem Sand rauspusten. Das ist schon vorgekommen. Ich habe da entsprechende Geschichten gehört. Ja, so, aber das war jetzt wirklich das Teil zur Theorie. Es ist halt eben zusammenfassend noch einmal umso wichtiger, das Ganze gut zu verstecken, je länger es dauert, bis es verrottet ist. So, da könnt ihr euch jetzt zu denken, was ihr wollt. In der Praxis gibt es jetzt für den normalen Einzelperson Bushcrafter 2 gängige, naja, eigentlich meiner Meinung nach 3 gängige Methoden, um das Ganze dann loszuwerden. Die eine Methode kann ich nicht vormachen, weil also in der Theorie vormachen, weil es hier gerade keine Steine gibt. Das ist das alte bekannte Problem in meinem Wald. Ich habe keine zumindest großen Steine, denn das besteht darin, dass man einen großen Stein, der im Boden eingelassen ist, einfach umdreht. Dann entsteht dadurch ein Loch. Dieses Loch kann man dann verwenden, um seine Hinterlassenschaften darin zu hinterlassen, und dann steckt man den Stein in das Loch wieder rein. Was dazu führt unter Umständen, dass der Inhalt ein wenig am Stein entlang quasi die Fugen des Loches ausfüllt. Klingt erstmal nicht so schön, ist aber gut, denn damit hat man die Oberfläche des Inhaltes sehr stark vergrößert, was dazu führt, dass das mikrobielle Umsetzungsprozess des Inhaltes des Loches stark gefördert wird. Außerdem gibt es einen ganzen Haufen bodenbewohnende Tiere oder am Boden lebende Tiere, die sehr gerne eben an der Grenze zwischen Boden und Stein unterwegs sind, da halt eben so spezielle Prozesse besonders gut ablaufen. Das geht jetzt ganz fies in die Bodenchemie. Man hat halt eben eine Steinoberfläche und eine Bodenoberfläche, und da gibt es dann mannigfaltige Möglichkeiten für viele Organismen. Außerdem ist da immer auch ein bisschen Platz, um dazwischen zu wohnen. Im Fall dessen, dass ihr da gerade was reingelegt habt, ist da nicht mehr so viel Platz, und deshalb wird eben das, was da reingelegt wurde, möglichst schnell weggefuttert, damit da dann entsprechend wieder mehr Platz ist, und diejenigen, die da wohnen, das sind eben viele, freuen sich darüber, wenn man da sowas reinlegt. Soll heißen, das ist eine sehr gute Möglichkeit und geht auch eigentlich viel schneller als alle anderen Möglichkeiten und erfordert auch nicht das Mitführen einer Schaufel. Oder das entsprechende Anspitzen eines Stockes, weil man da wirklich so gut wie gar kein Werkzeug zu braucht. Man muss nur einfach den Stein umdrehen und das Ganze hat sich erledigt. Ich muss sagen, die Steinmethode war mir persönlich immer die liebste, weil wenn ich länger auf Tour bin, bin ich das ja meistens in Skandinavien. Also so richtig lange, so 2-3 Wochen meine ich, wenn ich länger sage. Und da gibt es ja dann wirklich reichlich solcherlei Steine, die man da umdrehen kann. Was es hingegen nicht gibt, ist Boden, in dem man vernünftig Löcher buddeln kann, weil da eben besagte Steine dann auch drin sind. Deshalb ist das so für steinreiche Regionen, junge Böden, wo alles die ganze Landschaft noch ziemlich glazial aussieht. Skandinavien, Schottland, Kanada, Alaska, Sibirien, auf der Südhalbkugel gibt es auch noch so ein paar Ecken, aber da ist halt an den entsprechenden Stellen, wo die entsprechende Klimazone wäre, wenig Land. Die zweite Methode, die da sinnvoll ist, die man da anwenden kann, besteht in der sogenannten Stöckchen-Methode. Ich sage immer so, das ist die Methode für Eilige.
soll heißen, wenn das Anliegen, etwas fallen zu lassen, sehr akut geworden ist, was dann meistens auch dazu führt, dass dieses Anliegen in der Konsistenz eher etwas, sagen wir es, leichter zu verteilen ist. Dann hat man meistens ja keine Zeit mehr, jetzt groß noch seine Schaufel zusammenzubauen und sich ein Loch zu schaufeln, vermute ich. Oder man hat keine Schaufel dabei und müsste sich dann erst einen Grabstock schnitzen und dann würde es noch länger dauern, ein entsprechendes Loch vorzubereiten. Dann bleibt einem natürlich nur die Möglichkeit, sein Anliegen erstmal zu erledigen und hinterher irgendwie zu agieren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man hinterher einfach was drüber schaufelt, also das Loch neben dem Anliegen macht und den Inhalt des Loches auf das Anliegen kippt. Hängt eben davon ab, wie touristisch erschlossen die Region ist, in der man sich befindet. Dann wird das mehr oder weniger für Aufruhr sorgen. Wenn das eben in irgendeinem Nationalpark mit vielen hunderttausend Besuchern im Jahr der Fall ist, dann sieht das garantiert mal irgendwer und denkt sich, da hat doch einer hin genotdurftet. Und das wäre dann nicht gut, auch den anderen gegenüber, weil jeder will ja die Natur als Natur erleben und nicht überall irgendwelche Häufchen sehen, bei denen man genau weiß, was drunter ist. Heißt, da wäre es dann wirklich gut, das Ganze einfach mit Aufwand dann auch so zu verstecken, dass das nicht mehr so großartig auffällt. Lasst euch irgendwas einfallen, ich habe dafür keine Patentlösung. Hingegen jetzt zum Beispiel im deutschen Wald, da wäre das ja nicht so dramatisch. Da möchte man aber vielleicht trotzdem nicht unbedingt, dass dann der entsprechende Fladen, der es dann vermutlich geworden ist, wenn es eben sich um ein akutes Problem handelt, bis in alle Ewigkeit rumliegt oder zumindest eine Zeit lang. Dann gibt es also die simpelste Möglichkeit des großflächigen Verteilens. Man nimmt also ein Stöckchen und erhöht die spezifische Oberfläche des Produktes, das man da liegen hat lassen, dadurch, dass man das Produkt möglichst gleichmäßig in einem möglichst großen Kreis über den gesamten Boden verteilt. Wer sich dann das so zu tun traut, was sinnvoll wäre. Denn je dünner und je großflächiger dieser Kreis dann entsprechend ist, desto schneller ist der weg. Außerdem hat es noch den Vorteil, dass man dann das Material, das man weghaben möchte, mit Bodenpartikeln gleichzeitig noch vermengt. Das heißt, die Bodenbakterien kommen da aktiv direkt rein in das, was sie umsetzen sollen. Und das erhöht die mikrobielle Umsetzung auch nochmal erheblich. Und das Ganze ist wirklich ruckizucki weg. Das geht dann ein paar Tage und dann sieht man da überhaupt nichts mehr. Also selbst nach ein oder zwei Tagen wird das dann schon kaum noch zu sehen sein. Man müsste dann schon wissen, was man sucht. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch eine Lösung, wenn man überhaupt kein Loch graben kann, weil der Boden das nicht hergibt. So, und jetzt kommen wir mal zur Variante Loch. Ja, bei der Variante Loch ist zu beachten, dass man nach Möglichkeit sein Loch so anlegen sollte, dass man das Loch hinterher nach Möglichkeit genau so wieder zubekommt, wie man das Loch angelegt hat. Soll heißen, man sticht am besten so einen Ziegel hier aus, wie ich das hier tue. Der ist jetzt nicht so ganz schön, aber würde reichen. Und jetzt kommt dann halt eben, man kann den auch natürlich noch ganz ausstechen. Jawohl, das ist jetzt, glaube ich, ganz gut geworden. Jetzt ist die Herausforderung nur das, dass der Ziegel natürlich groß sein muss, je nachdem, was man vorhat, in diesem Loch zu hinterlassen. Wenn man weiß, es wird keine allzu große Menge, aus Erfahrung. Jeder hat da ja so seine persönlichen Erfahrungen mit der Menge, die man so in so einem Loch hinterlassen könnte, gemacht, ne? Im Laufe der Jahre seines Lebens. Entsprechend groß oder klein muss das Loch sein. Und es ist natürlich noch empfehlenswert, das Loch nicht allzu winzig zu machen, denn man muss das Loch auch noch treffen. Und die meisten von uns haben keine sehr großen Erfahrungen im Laufe ihres Lebens gemacht, ein bestimmtes Objekt zu treffen, bei dem, was man dann vorhat, über so einem Loch. Bei stationären Lagern wird dann gelegentlich noch ein Stuhl für so ein Loch gebaut. Das halte ich aber für unnötigen Luxus. Ja, jedenfalls wird das Loch dann befüllt. Und dann kann man eben seinen entsprechenden Humusziegel, den man hier entnommen hat, in das Loch ganz gut an der gleichen Stelle wieder reinsetzen und schart dann noch die drumherum weggescharte Erde entsprechend wieder drüber, verteilt das Ganze auch noch mal ein bisschen großzügig
und das Loch ist wieder zu. Und wenn man das einigermaßen gut gemacht hat, dann sieht auch in einem sehr touristisch erschlossenen Gebiet niemand, dass es da mal ein nennenswertes Loch gegeben hat. Wer ganz besonders fürsorglich sein möchte, der kann auch innerhalb des Loches den Inhalt nochmal schön mit dem Boden an sich verrühren. Das hat dann denselben Effekt, wie ich es eben erwähnt habe, bei der großflächig Verteilvariante, dass einfach der Boden und das Produkt, das man im Loch hinterlassen hat, dann miteinander vermengt werden, was dazu führt, dass der mikrobielle Umsatz natürlich nochmal verbessert wird und der Inhalt des Loches sehr schnell nicht mehr von dem umgebenden Boden zu unterscheiden sein wird, weil er einfach ruckzuck umgesetzt wurde in die darin vorhandenen Nährstoffe, die dann auch relativ zügig von irgendwelchen Pflanzen vermutlich aufgenommen werden. Vielleicht auch von irgendeinem Baum. Man kann sich dann freuen, dass man die umgebenden Bäume unter Umständen beim Wachstum ein wenig unterstützt hat. Denn Zivilisationshinterlassenschaft biologischer Art ist eben ein wirklich hervorragender Dünger. Ja, was ich übrigens jetzt hier in dem Beispiel mit dem Löchlein da gerade total falsch gemacht habe, ist, dass sich das Löchlein direkt am Bach befindet. Das ist nämlich auch nochmal was, was dringend beachtet gehört. Niemals Löchlein buddeln an Bach. Weil dann ist Bach kein Trinkwasser mehr, wenn das genug Leute tun. Und das wäre ja schade, weil Trinkwasser gibt es gerade im deutschen Wald ohnehin schon wenig genug. Man möchte ja also nicht den Bushcrafter-Kollegen ihr Trinkwasser versauen. Außerdem führt das zur Eutrophierung von den Gewässern unter Umständen. Und dann lebt da irgendwann jedenfalls nicht mehr das, was man da drin haben möchte, sondern nur noch Algen oder halt eben gar nichts. Je nach Situation. Kann alles vorkommen und das ist natürlich schlecht, das wollen wir nicht. Deshalb heißt es immer, ein Mindestabstand zu Gewässern sollte von 50 Meter betragen. Ist vielleicht ein bisschen hoch, der Wert hängt eben davon ab, wie viel Niederschlag es in der entsprechenden Region gibt. Ist das viel, dann ist 50 Meter definitiv gerechtfertigt. In sehr trockenen Gegenden finde ich das ein bisschen übertrieben. Ja, dann meine ich mich noch zu erinnern, dass auch ein Teil der Kommentare, die in die Richtung mach so ein Video gingen, wissen wollte, was denn eine Alternative zu Klopapier darstellt. Das sind meiner Meinung nach Moose. Ganz klar, Moose sind besser als alles andere. Gras ist ziemlich gefährlich sogar schon, weil der eine oder andere wird wissen, dass man sich daran auch schneiden kann. Und das wäre dann wirklich höchst unangenehm. Daher... Ja gut, Laub könnte man theoretisch auch noch nehmen, aber das ist dann doch sehr glatt von der Oberfläche her und nimmt nicht so wirklich auf, was es aufnehmen soll. Daher ist irgendwas mit einer hohen spezifischen Oberfläche gut geeignet und besonders dann, wenn es sich auch noch um leicht feuchtes Moos handelt, das ist dann schon fast feuchtes Toilettenpapier und eignet sich wirklich ganz hervorragend dafür, was man damit vorhat. Außerdem hat ja Moos eine zwar noch nicht wissenschaftlich sonderlich erforschte, aber durchaus vorhandene antibakterielle Wirkung. Soll heißen, es verbessert auch gleich noch die hygienische Situation an dem Ort, an dem das Moos angewendet wird. Das ist also wirklich meiner Meinung nach das optimale Outdoor-Klopapier. Moosart ist relativ Wurst. Natürlich ist irgendwas schön, was eine so ein bisschen blattartige Struktur hat und ein bisschen größere blattartige Strukturen. Wenn es jetzt sowas ist, was wirklich nur aus ganz, ganz winzig kleinen Härchen besteht oder ähnliches, saut man sich halt eben wahrscheinlich die Hand noch deutlich mit ein. Insbesondere sollte man dann von dem Moos auch genug verwenden, ebenfalls wieder, um sich nicht die Hand allzu sehr mit einzusauen, weil man hat ja auch nicht immer was griffbereit zum Händewaschen, aber was auch nochmal wichtig ist, bei der Outdoor-Toilette, man sollte doch Wert darauf legen, dass man dann danach irgendwas aufsucht, sofern es dann irgendwie möglich ist, wo Händewaschen möglich ist, einfach aus persönlicher, jetzt nicht, weil man irgendwen anders anfassen möchte, sondern eben zur persönlichen Hygiene, damit man eben so wenig wie möglich eigene Krankheitserreger von dort, wo sie raus sollen, damit sie weg sind, nicht irgendwo hinschmiert, wo sie reinkommen können, nachdem sie ja extra weg sind. Wäre ein bisschen unpraktisch. Allerdings auch irgendwie ein Perpetuum mobile. So, ne? Ihr wisst, wie ich meine. richtig. Also aus hygienischen Gründen Moos, wie gesagt, desinfizierende
so leicht desinfizierende. Es ist kein Sakrotan-Tüchlein oder sowas. Aber eine gewisse desinfizierende Wirkung hat tatsächlich Moos, insbesondere im feuchten Zustand. Dann nimmt es auch besser den Dreck. Und gleichzeitig eben insgesamt ein bisschen die Keime einfach, sagen wir mal, vermindern bis behindern. Es ist auf jeden Fall besser als alles andere, was man draußen finden kann. Es soll auch Leute geben, die Birkenrinde gerne für den Zweck verwenden. Kann ich jetzt keine praktischen Erfahrungen zu mitteilen. Zum Mo schon, das funktioniert wirklich. Und ja gut, großes Stück Birkenrinde ist ja auch so eine Art Papier. Also wir sprechen jetzt von der dünnen äußeren Haut, nicht so ein richtig großes, massives Teil, wo doch die ganze Borke eben noch mit dranhängt und so weiter, sondern die dünne. Besonders sauber, wenn einem das wichtig ist, ist übrigens das Moos, das man an Bäumen finden kann. Ich habe da drüben gerade welches gesehen, gucken wir uns nochmal schnell an. Ja, also insbesondere eben das Moos, das man ganz oft unten am Baum findet, das nennt sich Schlafmoos, jetzt hier in diesem Fall. Da muss man halt eine Weile sammeln, weil das nur in sehr dünnen Schichten vorhanden ist. Man kann sich ja, wenn man lange Zeit im Wald verbringt, dann mal einen Vorrat irgendwie von anlegen. Das ist ganz gut geeignet, weil es hat halt eben den Vorteil, dass es nicht auf dem Boden wächst. Ergo, es ist jetzt wenig Dreck, in Anführungszeichen, im Moos. Soll heißen, wer wirklich so richtig Wert drauf legt, ein möglichst hygienisches Outdoor-Toilettenpapier zu haben, bietet sich eben dieses Moos an, weil schlimmstenfalls enthält es ein paar Holzpartikel. Das ist ja auch nicht so schlimm. Das tut Klopapier nämlich auch, denn das ist aus Holz. Ja, und damit wäre das, glaube ich, im Wesentlichen schon wieder alles gewesen. Vielleicht noch am Schluss, ihr könnt auch gerne schon ausschalten, weil das ist jetzt völlig ohne Relevanz, noch eine kleine Anekdote. Ich war mal mit einer Gruppe, mehrfach, aber jetzt mit dieser einen speziellen Gruppe in Norwegen unterwegs. Wir hatten das Problem mit der Region, in die alle gehen, um dort ein Loch anzulegen, um ihre Hinterlassenschaften zu hinterlassen, folgendermaßen gelöst. Es gab pro Lagerplatz, wir waren da Trekking, also jede Nacht einen anderen Lagerplatz, gab es immer einen besonderen Stein. Das war der, wie hieß er? Notfallstein, irgend sowas in der Richtung. Ganz kriege ich es nicht mehr zusammen für akute Bedürfnisse. Und auf diesem Stein gab es ein Tütchen, das mit einem weiteren kleinen Stein befestigt war, damit es nicht wegfliegt. Und in diesem Tütchen befand sich so eine kleine Fallschaufel, eben um ein Löchlein zu buddeln. Dann eine Rolle Klopapier und ein Feuerzeug, um das Klopapier hinterher zu verbrennen. Weil man kann es natürlich auch ins große Lagerfeuer werfen, sieht aber nicht so gut aus, wenn da jemand kommt und plötzlich in der Ladung Klopapier ins Lagerfeuer wirft, weil jeder, der am Lagerfeuer sitzt, genau weiß, woher das jetzt stammt. Von daher war das immer nicht so eine wirklich gute Lösung. Also musste man das dann mit dem Feuerzeug versuchen, was übrigens schlecht brennt. Auch da ist es eine suboptimale Lösung. Aber wir waren sehr ökologisch unterwegs und uns war wichtig, entsprechend keine Spur zurückzulassen in der Natur. Deshalb kam Klopapier vergraben nicht in Frage. Und jetzt fällt mir doch noch was Wichtiges ein. Handelsübliches Klopapier im verbuddelten Zustand verrottet relativ schnell und ohne irgendwelche großen Schaden in der Natur zu hinterlassen. Das ist unbedenklich. Also ihr könnt auch ganz normales Klopapier benutzen. Und in Deutschland könnt ihr das auch mit verbuddeln. Da verrottet das. In der Arktis ist das wieder etwas anderes, weil da sind eben die Umsetzungsprozesse so langsam, beziehungsweise Semi-Arktis, eben Norwegen, Schweden, irgend sowas. Da sind die Umsetzungsprozesse so langsam, dass man es am besten wieder mit nach Hause nimmt oder eben dann beim Lagerfeuer verbrennt. Dann ist es mit Sicherheit auch weg. Man sollte es da dann nicht verbuddeln. In Deutschland eben geht das, wie gesagt. Ja, worauf ich hinaus will, das Problem eben mit der Methode, die wir ausgewählt hatten, war, dass wir alle in die gleiche Region gegangen sind, um unser entsprechendes Geschäft zu verrichten. Und man wusste, ob die Region besetzt ist oder nicht besetzt, einfach daran, dass die entsprechende Tüte mit dem Klopapier auf dem Stein lag oder nicht. Wenn sie nicht da lag, dann war jemand in der entsprechenden Region, in die dann niemand anders gehen soll, sofern da eben keine Tüte auf dem Stein liegt mit dem Inhalt, damit man weiß, es ist kein anderer in der Region. Deshalb gab es diese Tüte auf Stein mit Inhalt immer nur einmal, um eben Doppelbelegungen
auszuschließen. Hätte ja peinlich sein können, zumal wir eine gemischte Gruppe beiderlei Geschlechter gewesen sind und uns nicht besonders nahe standen. Das war so ein zusammengewürfelter Haufen, mehr oder weniger. Egal. Das Problem an dieser Methode war jetzt, abgesehen davon, dass sie gut dafür gesorgt hat, dass es eben keine Doppelbelegungen gab, dass jeder sein eigenes Loch gebuddelt hat. Weil das hat die Möglichkeit mit eingeschlossen, dass egal wie gut diese Löcher gemacht sind, jemand anders aus Versehen an der gleichen Stelle auch ein Loch buddelt und dann überraschend etwas ausbuddelt. Und worauf ich hinaus will, natürlich ist mir das passiert und das war nicht so schön. Und deshalb habe ich mir auch das Büchlein gekauft und aus dem stammt folgender Tipp. How to shit in the woods in Englisch. Das gibt es auch in Deutsch und heißt dann entsprechend die deutsche Übersetzung. Aber dafür müsste ich das SCH-Wort verwenden, das ich ja vorgehabt habe, nicht zu verwenden. Deshalb sage ich jetzt die Übersetzung nicht. Denn die empfehlen unter anderem gerade bei solchen Gruppen, Orten, die dann der Reihe nach aufgesucht werden, man möge einen langen Graben ziehen, die Erde jeweils nach hinten raus schaufeln und dann in von links nach rechts schreibenden Regionen, in Japan wahrscheinlich von rechts nach links und von unten nach oben, aber bei uns halt eben von links nach rechts diesen Graben dann schrittweise auffüllen. Sprich, der Erste, der zum Graben kommt, füllt den Graben zunächst mit dem, was er weghaben will, auf und dann mit der Erde, die hinter dem Graben liegt. Macht das Ganze noch schön feste, damit man da auch ja nichts mehr von sieht und kehrt dann wieder zurück und legt halt da eben entsprechend den Beutel mit den Klo-Utensilien wieder auf seinen Stein und dann kann der nächste kommen und den quasi wieder den linkesten Bereich des Grabens voll machen und der nächste kann dann wieder eins daneben das Ganze voll machen und so weiter. Und das wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal auf den Weg mitgeben, wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, dass ihr dann es vermeiden könnt, Dinge auszugraben, die jemand anders vor euch vergraben hat, weil sie sehr gut getarnt hat. Das war vielleicht noch so eine kleine lustige Anekdote. Und da wir gerade bei Klo-Geschichten sind und es noch nicht so dunkel ist, dass man mich überhaupt nicht mehr erkennt, mein Lieblings-Outdoor-Klo, wobei es schon ein richtiges Klo gewesen ist, steht auf dem Fonnerorken. Ich hoffe, ich spreche ihn korrekt aus. Das ist ein Berg in Jotunheim in Norwegen. Ist das höchste Gebirge, also der höchste Teil des skandinavischen Gebirges. Da gibt es auch die allerhöchsten Gipfel, die Skandinavien zu bieten hat. Unter anderem der Galtjöppingen und der Glittertind. Auf letzterem war ich auch drauf, für den Galtjöppingen, da war das Wetter zu schlecht. Leider, leider. Egal. Jedenfalls das witzigste Klo, was ich da jemals gesehen habe, ist auf der Wetterseite des Fanaroken. Auf dem gibt es eine Hütte, da habe ich ausnahmsweise meine Hütte gepennt, das war auch wieder mit so einer Gruppentour. Alles andere war Solo, was ich eben erwähnt habe, egal. Jedenfalls, diese Hütte ist eben auf der Wetterseite die Klohütte, nicht die Übernachtungshütte. Auf der Wetterseite des Berges, was dazu führt, dass das Wetter an den Berg prallt und dann über den Berg drüber zieht, um über den Gipfel zu wehen und auf der anderen Seite ein bisschen runter und dann weiter zu ziehen. Ne? Also das vom Atlantik kommende Wetter knallt gegen den Berg, geht ein bisschen den Berg hoch und zieht dann da weiter. Und eben an diesem Hang, an dem das Wetter knallt, um dann drüber zu fliegen, sozusagen haben die aus irgendeinem sadistischen Grund ihr Klohäuschen aufgestellt mit der Öffnung hangabwärts. Macht ja Sinn, ne? Dann kullert das ganze Zeug da schön den Berg runter und wird gleich schockgefroren durch das ganze Wetter, was da ankommt. Reduziert die Geruchsbelastung. Hatte aber den Nachteil, dass das Erste, was einem passiert, wenn man die Schüssel, wir sprechen von einem Plumpsklo natürlich, wenn man die Schüssel aufklappt, es kommt einem erstmal so ein Wind entgegen. Was dazu führt, dass es einem ein bisschen kalt ist, wenn man auf dieser Schüssel Platz nimmt, insbesondere an den etwas empfindlicheren Regionen. Ich glaube, daher kommt der Begriff arschkalt. Wie dem auch sei. Besonders ultimativ lustig ist dann, wenn man versucht, Klopapier in diese Öffnung reinzuwerfen. Das war wirklich mit Abstand die erlebnisreichste Toilette, die ich jemals irgendwo habe kennenlernen dürfen. Hatte was. Am nächsten Tag kam dann der Schneesturm. Ich weiß nicht, wie das da auf dem Klo dann gewesen ist. Das habe ich mich nicht getraut auszuprobieren, beziehungsweise hatte das Bedürfnis nicht. So! Mit dieser völlig sinnlosen, aber hoffentlich unterhaltsamen Anekdote würde ich dann schließen. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend, denn das ist jetzt wirklich, wie man vielleicht erkennen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.